In diesem Video werde ich euch das wohl einfachste Origami-Faltprojekt vorstellen, das ich kenne. Diesen wunderschönen Schmetterling kann also wirklich jeder auch ohne Vorkenntnisse nachfalten. Als erstes faltest du die beiden Diagonalen in der Hälfte, also jeweils die Spitze auf die gegenüberliegende Spitze. Danach faltest du die horizontale und vertikale Hälfte, also Kante auf die gegenüberliegende Kante. Jetzt schiebst du die äußeren Kanten nach innen, sodass ein zusammengeschobenes Dreieck entsteht. Die rechte und linke Ecke der obersten Papierschicht wird im nächsten Schritt nach oben gefaltet. Drehe das Papier um und falte die obere Ecke so weit nach unten, dass eine kleine Spitze übersteht. Drehe es erneut um und klappe die Spitze um und schon ist dein Schmetterling fertig. Wenn du möchtest, kannst du an den Flügeln noch kleine Schlitze in die Flügel schneiden. Das verleiht dem Schmetterling noch eine zusätzliche spielerische Note. Und was sagt ihr? Einfach, oder? Wer kennt noch eine einfachere Origami-Figur?